Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von zumfachwirt.de, dem ersten und einzigen Anbieter von staatlich anerkannten Videofernlehrgängen für Fachwirte. In dem Video geht es um das Thema Angebots- und Nachfragefunktion. Ich zeige einfach mal ganz einfach, wie man so eine typische Prüfungsaufgabe lösen kann, damit man das System dahinter verstanden hat und das in der eigenen Prüfung ganz einfach anwenden kann. Also, generell zur Angebots- und Nachfragefunktion wird manchmal auch Angebots- und Nachfragekurve genannt. Sie sind im Planungsteam einer Burgerkette und möchten einen neuen Burger ins Sortiment aufnehmen. Das ist Ihre Aufgabe. Auf Grundlage von Testverkäufen in einzelnen Filialen und Kundenbefragung wurden jetzt folgende Angebots- und Nachfragefunktionen prognostiziert. Klingt erstmal kompliziert, aber so einfach sieht es aus. Das ist hier unsere Angebotsfunktion. Wir sehen Preis pro Stück, Menge in Stück, das sind alles Dinge, die man versteht. Und alles, was jetzt gleich irgendwie kompliziert wirken könnte, löst sich am Ende auf, weil wir gehen hier wirklich Schritt für Schritt ganz einfach die Sachen durch. Also, Angebotsfunktion. Was heißt das? Nur ganz kurz zur Erklärung. Angebotsfunktionen geben uns an, wie viel wollen wir oder wie viel wollen Anbieter, das ist besser ausgedrückt, für einen bestimmten Preis herstellen. Da kann man erstmal grundsätzlich festhalten, je höher der Preis ist, desto mehr produzieren wir. Also nehmen Sie mal meinetwegen die Stahlindustrie. Wenn jetzt eine Tonne Stahl 1000 Euro kostet, werden die vielleicht weniger herstellen, als wenn eine Tonne Stahl 100.000 Euro kostet. Wenn Sie für einen Liter Milch, wenn Sie Milchbauer sind, 5 Euro bekommen, dann stellen Sie auf jeden Fall mehr Milch her oder so viel wie möglich, als wenn Sie jetzt zum Beispiel 50 Cent bekommen würden pro Liter Milch. Das ist erstmal eine ganz eindeutige Sache. Wenn Sie also für 3 Euro einen Burger anbieten können, dann werden Sie wahrscheinlich eher 200 Stück in dem Fall jetzt produzieren. Aber wenn Sie 4 Euro durchsetzen können, dann produzieren Sie direkt mal doppelt so viel. Oder wenn Sie 5 Euro durchsetzen können, dann dreimal so viel. Also hier wird ganz schön klar, je höher der Preis, desto mehr Angebot hat man auch. Dann haben wir die Nachfragefunktion. Da geht es ein bisschen in die gegenteilige Richtung. Sie sehen schon hier, der Preis geht hoch, aber die nachgefragte Menge, die geht zurück. Das ist eigentlich auch ganz logisch, weil wenn Sie überlegen, Sie trinken meinetwegen viel Milch, Sie werden sich definitiv weniger Milch kaufen, wenn ein Liter 5 Euro kostet. Also wenn hier die Preise steigen, dann geht die Nachfrage zurück. Nachfragefunktionen geben nämlich an, wie viele Kunden würden das Produkt zum jeweiligen Preis kaufen. Je niedriger der Preis, desto mehr Kunden kaufen das Produkt. Also wenn die Milch 5 Euro kostet, kaufen sie wenig Milch. Wenn die Milch jetzt 20 Cent kosten würde, würden sie viel Milch kaufen. Und dann kann eine mögliche Frage in der Prüfung dann so aussehen, für welchen Preis sollte der Burger angeboten werden? Stellen Sie die Angebots- und Nachfragefunktion grafisch dar. Und da jetzt, dass Sie nicht vom Stuhl fallen, wenn die Schulzeit ein bisschen länger her ist, was eine Funktion ist und so weiter, wir sehen das gleich alles ganz entspannt. Halt nochmal grundsätzlich fest, wir beantworten so eine Frage immer, indem wir ein Preis-Mengendiagramm erstellen und die Funktion einfach eintragen. So können wir den Gleichgewichtspunkt zwischen Angebot und Nachfrage finden. Der Gleichgewichtspunkt, was ist das? Das ist der Punkt, bei dem Nachfrage und Angebot gleich hoch sind, wo die sich ausgleichen. In jedem anderen Punkt wird entweder zu wenig angeboten, um die Nachfrage zu befriedigen, oder es wird zu viel produziert. Jetzt aber zum Vorgehen in der Prüfung. Sie haben also diese beiden Funktionen gegeben, Sie wissen, wie die Mengen und die Preise sind, und jetzt müssen wir ein Koordinatensystem erstellen. Das heißt, Sie nehmen Ihr Geodreieck oder Ihr Lineal, haben Kastenpapier und machen erstmal das hier. Eine X-Achse, eine Y-Achse, die beschriften Sie. Das eine ist die Menge, die haben wir hier gegeben. Und das andere ist der Preis pro Stück. Das sind die beiden Werte, die wir haben. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt diese Achsen, also die X- und die Y-Achse, skalieren. Klingt kompliziert, heißt einfach nur, dass wir hier in einem richtigen Maßstab die Werte eintragen. Dabei ist wichtig, dass der größte Wert immer auch mit enthalten sein muss. Hier wäre der größte Wert zum Beispiel 5, hier wäre der größte Wert 700. 5 kann man gut nach oben hin abschließen. Das heißt, wir machen hier als Beispiel, damit man es auch gut erkennen kann, immer 4 Kästchen für 1 Euro. Also 4 Kästchen 1 Euro, 8 Kästchen 2 Euro, 12 Kästchen 3 Euro und so weiter, bis auf 5 Euro hoch. Und hier sagen wir gehen eben bis 1000 hoch in Zweierschritten. Sie könnten das auch mit anderen Werten machen. Ja, dann nehmen Sie eben 3 Kästen oder so. Hauptsache ist es eben sinnvoll, so dass Sie die Werte eben auch eintragen können. Jetzt müssen wir auch noch genau das machen. Jetzt müssen wir nur noch eintragen, was hier in der Tabelle steht.
Und schon bekommen Sie die Punkte. Also machen wir es mal. Wir fangen mit der Angebotsfunktion an. Da haben wir als erstes bei einem Preis von 3 Euro 200 Stück, die ausgebracht werden. Also machen wir ein Kreuz bei 3 und 200. Da kreuzt sich das. Also machen wir hier ein Kreuz rein. Der zweite Punkt, bei 400 Euro verkaufen wir 400 Stück. Oder wollen wir 400 Stück verkaufen. Also 4 Euro, 400 als Menge, Kreuz rein. Und dritter Punkt dann 5 Euro 600 Stück, also 500 Euro 600 und ein Kreuz hin. Jetzt müssen Sie nur noch eine Linie durchziehen und dann haben Sie die Angebotskurve. Ist eher eine Angebotsgerade, aber das ist eben, ja, ist eben die Sprache, die wir in der VWL benutzen. Das ist schon mal die erste Hälfte im Grunde genommen Ihrer Lösung. Denn jetzt müssen wir das Gleiche nur noch mit der Nachfragefunktion machen. Nehmen Sie sich also einen Stift in einer anderen Farbe oder nennen Sie das hier eben einfach Angebotsfunktion und schreiben dann bei der Nachfragefunktion auch ganz klar Nachfragefunktion hin. Und das sieht dann so aus. Bei 3 Euro sind 700 Stück, also zeichnen wir ein 3 und 700, kreuzen sich da, kreuzen. Dann haben wir bei 4 Euro haben wir 400 Stück, 4, 400, kreuzen. Da sehen Sie schon, da schneidet sich das, das scheint unser Gleichgewichtspunkt zu sein. Und dann bei 5 Euro haben wir 100 Stück, also 5 und 100, also kommt hier das Kreuz hin. Linie durch, fertig. Jetzt natürlich am Ende dann nicht den erklärenden Satz vergessen. Ich will trotzdem noch mal kurz hier ausformulieren, einfach damit das Hintergrundwissen da ist. Der Punkt, in dem sich jetzt beide Funktionen schneiden, ist der Gleichgewichtspunkt. Die Menge und der Preis, in dem der Punkt, der Gleichgewichtspunkt eben liegt, sind der optimale Kompromiss zwischen Angebot und Nachfrage. Und der liegt dann eben hier. Sie können dann, um meinetwegen nochmal auf Nummer sicher zu gehen, eben noch eine gestrichelte Linie hinmachen und hinschreiben, das hier ist die Gleichgewichtsmenge, die liegt bei 400 Stück und der Gleichgewichtspreis bei 4 Euro. Und dann markieren Sie eben noch den Gleichgewichtspunkt und dann haben Sie aber nun wirklich alles gemacht, um da die volle Punktzahl zu kriegen. Wichtig ist dann noch ein abschließender Satz. Der Burger sollte also für 4 Euro angeboten werden. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie meinetwegen nochmal hinschreiben, der Gleichgewichtspreis beträgt, die Gleichgewichtsmenge beträgt, und dann sind Sie fertig. Ich hoffe, das war leicht verständlich. Sie wissen jetzt, wie Sie in so einer Aufgabe oder bei so einer Aufgabe vorgehen sollen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte hinterlassen Sie uns einen Daumen hoch. Das ist wichtig für den Algorithmus. Abonnieren Sie den Kanal, drücken Sie auf die Glocke und ich freue mich, wenn ich Sie in den nächsten Videos begrüßen kann. Bis bald.